Leute, Zockermaster D ist am Start und heute zocken wir mal wieder Tag World 2. Ja, ich habe mal was im Offline-Modus gebaut. Das wollte ich euch heute mal ein bisschen zeigen. Einmal habe ich hier den Tank gebaut. Zwei Tanks. Und da habe ich mal, war ich unten in der Lavaquelle, habe ich ein bisschen Lava mit Buckets, also mit Eimern abgepumpt hier rein. Da ich mal ein bisschen Lava auf Vorrat habe, wenn irgendwas ist. Und die meine Farm draußen habe ich jetzt mal so ein Sprenkler angebaut. Ganz einfach auch, ich habe hier zwei Tanks unten, also ein und zwei, und da habe ich Wasser reingefüllt und einfach hier der Sprinkler gebaut und drauf gesetzt. Und seitdem wird das ja hier immer alles schön nass. Ich habe gemerkt, wenn man nicht die Felder nass macht, gehen die alle am Arsch. Nicht so wie beim normalen Minecraft, das wächst dann ein bisschen langsamer, glaube ich. Hier, das geht dann direkt kaputt. So wie hier. Da war kein Wasser jetzt und da kam nichts mehr hin. So. In dieser Folge wollte ich heute die Query. Wollte ich weitermachen. Ich habe ein bisschen in YouTube ein bisschen darüber mal informiert, wie man das alles macht. Dafür brauche ich auch hier den Generator, den Furnace-Generator. Wie immer, es leckt noch ein bisschen. Der Generator. Wie baut man den nochmal? Der Furnace-Generator. Einmal ein Iron-Block-Eisen. Okay. So. Achso. Ja, wie immer am Anfang leckt es wie ein Stück Scheiße. Wenn ich das so sagen dürfte, so. Ein bisschen Eisen. Eisenblock. So, 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 so. Und Iron außenrum. Ach komm. So, hab ich auch. Ey, was machst du denn hier? Du sollst da rein. So, Eisen da rein. Kohle habe ich. Ja. Hab ich hier noch was drin? Jo. So, dann nehme ich mal 15 mit raus und es leckt wie Feuer. So, ich will ja auch, wenn die Query jetzt läuft, will ich mir noch ein Jackpad, mein Jackpad weiter bauen. Ist ja auch bald fertig. Und ich wollte euch noch was mit dem Mining Turtle sagen. Mach ich auch gleich nochmal in Gange, weil ich habe da was Neues rausgefunden. Ich bin so dumm. Da ist ja schon was. Aber warum wird der nicht angetrieben? Ah, genau. Warte. So. Dann stelle ich ihn mal. Warte mal, ich mach mal hier ein Loch. So, und den dann dahin. Ja, das fehlte ja noch, genau. Ich brauche Leadstone Energy Kabel, glaube ich. Kein Huhn. YOLO. So, ruckel, ruckel, ruckel. Immer diese scheiß Ruckelei. Achso, und ich glaube, ich habe das noch in Offline-Modus gemacht. Hier den Boden. Ne, ich glaube, ich habe das schon aufgenommen. Der Boden ist neu. Great Stone. Genau, ich warte hier. Lead. Ach, komm. Leadstone Energy Kabel. Glas. Lead Ingot. Glas. Brauche ich? Ich brauche Glas. Habe ich. Lead. Ne, das ist doch gar kein. Lead Ingot. Oh, Junge.
So. Dann machen wir jetzt mal hier. Glas. Müssen wir ein paar Stück machen. So. So. Ach. Reicht ja. Das Glas kommt da rein. Hier die Sachen kommen da rein. Der kommt noch da rein. Ja. So, dann haben wir das auch gleich fertig. Ja, komm, ruckel dich aus. Wenn ich direkt schon Gas gebe, also schnell laufen, ne? Dann ruckelt es wie die Pest. So, Tin Quirl. Weiß ich immer noch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich glaube, das habe ich auch schon in der letzten Folge gemacht. Dieses Diamantpipe mit den zwei Eisenchests. Ja, glaube ich schon. Jetzt sag bloß nicht, dass ich... nee, ach, geht ja. Jo, QAW läuft. Perfekt. Direkt mal ein bisschen Nachschub hier rein. So, die Bäume werden entfernt. Sehr schön. Oh. Ne, 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 ne. Das geht ja noch gar nicht. Ich hab ja was Wichtiges vergessen. Eine Void Pipe. Ich bin mal gespannt, wie man die baut. Boah. Hör mal auf zu ruckeln, Alter, dieses Scheiß hier. Ich weiß, mein PC ist auch schon so ein bisschen älter und scheiße. Void. Gut, wie baut man das? Keine Ahnung. So. Eine Voidpipe über ein Black. Wolvereisen 5%. Hä? Also ist das bestimmt Tintenfisch? Öge? Warte. Die Zombies sind hier aktiv. Oder habe ich sie überhaupt in den Peaceful? Habe ich easy, mache ich mal wieder. So. Dann suchen wir jetzt mal Tintenfische. Ich brauche auf jeden Fall eine Void Pipe. Alter, ruckel dich doch mal nicht so aus. Ja. So, gibt's hier... Da ist ein Tintenfisch. Da ist ein Tintenfisch. Ich bekomme die Tintenfisch. Okay, man kann hier auch. Komm her, Tintenfisch. Jo, ist ein Tintenfisch. Sehr geil. Ich hab eine Voidpipe. Alter. Öl. So viel Öl. Öl ist nicht gut für mich. Ach man, jetzt kann ich gar nicht mehr richtig laufen, weil das so scheiß leckt. Ach komm, hör mal auf zu ruckeln, du Mist. Bip, bip. So, dann brauche ich glaube ich noch Redstone. Und Glas. Hä, warum geht er jetzt nicht mehr nach vorne? Ach so. War gerade ein kleiner Bug drin, ne? So. Glas, Redstone. Und der da. 8 Stück, jo. Wahrscheinlich, ne? Nein, das kommt nicht da rein. So, das tue ich mal da rein. Dann brauche ich Erde, habe ich schon. Koppel habe ich auch. Dann brauche ich noch Kies. Na komm, Alter, hör mal auf zu ruckeln, ey. Diese behinderte Scheiße, ey. Das regt mich so auf. Ihr merkt das ja selber, wie das hier
ruckelt, Alter. Boah. Hör auf. Ich weiß nicht, wo daran das liegt. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das wisst. Ach du Scheiße, wisst so. Erstmal ein schönes Steak essen. White Pipe, das ist weiß. Weiß, da kommt Gravel, Stone und Dirt. Rein. Und aktivieren. So, du kannst direkt mal weg, du auch. So, dann habe ich schon mal die Void Pipe gebaut, ne? So, arbeitet auch. Sehr schön. Ihr kennt das ja, wie die arbeitet, schon von anderen YouTubern oder so. Da muss ich das ja nicht extra nochmal zeigen, ja? Hier liegen so schöne viele Eier. Eier. Immer gute Eier. Nee. So. Die schmeiß ich mal da rein mit dem Kabel. Wo ist ja mein Mining-Turtle? Da ist es doch. Warte mal, dann kann ich doch eigentlich. Dann nehme ich mal 4 raus. Ich habe nicht genügend Fackeln. So und so. Ach komm, Alter. So, das kommt da unten hin. So. Und ich sehe gerade schon wieder, Leute, die Folge ist wieder vorbei. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.